Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie wir den Pizzateig machen, den neapolitanischen Pizzateig. Und heute zeige ich euch, wie wir den hier outdoor in dem Kanuk im Prinzip als Panini, als kleines Brötchen oder als eine Margherita-Pizza oder Pizzapane halt backen werden. Genau, der Pizzateig war jetzt hier für 48 Stunden schön in meiner Kühlung und hat sich so im Volumen verdoppelt. Und man sieht natürlich auch sensationell die schönen Luftbläschen, die eingeschlossenen Luftbläschen. Sieht man hier wunderbar, wie hier so die ein oder andere Luftblase da sich entwickelt hat. Genau, und dann fangen wir jetzt mal ganz einfach an. So, den Kanuk haben wir vorgeheizt. Könnt ihr hier auch einfach mal schauen. So, als erstes brauchen wir hier zum Bearbeiten, zum Weiterbearbeiten unseres Pizzateigs ein Semola. Das ist ein Weizengrieß. Nehmen wir uns den Teig hier aus der Schüssel raus. Hier sieht man wieder wunderbar die Luftblase, die sich hier entwickelt hat. Richtig klasse. Und das kommt eben halt nur dadurch zustande, dass wir tatsächlich eine lange Ruhezeit haben. So, den Teig, den stechen wir hier ab. Und dann formen wir uns den hier zu kleinen Teigbällchen. So, schön eingedreht, legt ihn euch zur Seite, macht ein bisschen vom Grieß drauf. Und formt euch hier von dem Pizzateig schön ein paar Kugeln. Sehr, sehr entspannte Arbeit. Hier schöne Pizzakugeln vorzubereiten. So. Also ich habe den Teig im Endeffekt hier aus 500 Gramm Caputo-Mehl zubereitet und ihr seht, ich bekomme hier 8 wunderbare Pizzakugeln raus. So, und die lassen wir jetzt erstmal etwas gehen. Okay? So, Freunde, das ist jetzt hier mal eine halbe Stunde rum und jetzt werden wir hier mal den Teig so richtig schön auseinanderziehen, um als erstes hier eine schöne Pizzapane zu backen. So, zieh den schön auseinander. So, die machen wir uns jetzt hier schön auf dem Pizzaschieber. Und ich möchte hier ein bisschen frischen Rosmarin gehackten. Thank you.
bisschen Lavendel. Jetzt haben wir hier mal 7 Minuten rum. Lasst uns mal reinschauen hier. Sieht gut aus, kann noch ein bisschen. Und dann machen wir uns schon mal in der Hinsicht hier eine Pizza Margherita fertig, oder? So, hier. Schön ein bisschen Tomate oben drüber. Ich habe hier geschälte Tomaten gewürfelt, sonnengereift. Die da on top. Jetzt habe ich hier noch einen schönen Mozzarella. Und den reiße ich mir hier so ein bisschen in Stücke. Einfach lecker. So, Freunde, ich mache mal hier parallel noch ein paar Paninis mit rein. So ist ein bisschen Öl. Hier on top. So, und die setzen wir hier einfach mit an den Rand. Zu und auf geht's. So, Freunde, machen wir uns in der Zwischenzeit noch einen schönen Pulbo-Salat. Also, ich habe hier noch die abgekochten Tentakeln da. Die schneiden wir uns hier einfach mal in kleine Stücken. Den Pulver mal schön noch mal durchgehackt. Ups. Schlüpfriges Scheißerchen. So, und der ist eigentlich auch ziemlich einfach, der Pulbo-Salat, weil da gehört nichts weiter dran. Frische Petersilie. Zitronensaft. Olivenöl.
Salz. Pfeffer. Das Ganze hier mal schön durchrühren. Und dann stellt ihr den erstmal zur Seite und lasst ihn ziehen. Freunde, und wie ein Pulpo gekocht wird, das zeige ich euch ganz einfach in einem anderen Video. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. So, jetzt gucken wir mal, was hier... Oh, was ist hier los? Mal hier, die Paninis sind schön aufgegangen. Pizza. Ja, backt vor sich hin. Klappe zu. Dauert noch einen Augenblick. Das heißt, Revue machen. Mal ruhig noch ein bisschen Petersilie hier rein. Alles rein hier. Gut, Freunde, wir warten jetzt, bis die Pizza fertig ist. Und dann heißt es Feuer frei. So, Freunde, Pizza ist fertig. Paninis sind fertig. Na dann, raus damit. Klappe zu. Hier machen wir noch frischen Oregano drauf. Ganz schön windig heute. So, ein bisschen Pfeffer. Und schon haben wir hier ein schönes Arrangement. Genau, und wenn ihr Lust habt, die Pizza mal nachzubacken, das Rezept habe ich euch ja in dem ersten Video schon gezeigt. Backt es mal nach, vielleicht auch im Ofen bei euch, vergesst einen Pizzastein dazu, das ist wichtig. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Es gibt natürlich andere spannende Themen auch hier auf meinem Kanal zu sehen. Also in diesem Sinne, der Rizzo ist raus. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.